So, da sind wir wieder. Mit ist die Let's Play und so. Prost. So. Könnten wir es immer ein bisschen gerade buddeln, fällt mir gerade auf. Weil wir sind schon relativ tief. Ich weiß zwar nicht, wie tief wir sind, aber so anhand von dem, wie weit es darunter geht, haben wir da schon eine relativ gute Tiefe erreicht, sodass wir nicht noch weiter nach unten baggern müssen. Wir werden es also hier erstmal ein bisschen in die Breite ausbuddeln, ausbreiten. Und erstmal Licht machen. Oh, ein bisschen Kohle hier, Kohle kann ja nie schaden, ne? Kohle hat man oder man hat es nicht. Dann ist noch mehr Kohle, Alter. Am besten hier genau auf dem Niveau bleiben wir jetzt ein bisschen gerade. Dann, ja, das macht Sinn. Jetzt buddeln wir es praktisch nach vorne. Wobei das besser wäre, wenn wir das so seitlich machen. So wie wir bei dem anderen Let's Play gemacht hatten. Da kann man nämlich hier bei der Reihe noch weiter nach unten buddeln. Man hatte praktisch so an der Seite diesen Gang, der dann halt gerade durchgeht, der praktisch dann ja horizontal angelegt ist. Kohle! Ich liebe Kohle! Ich mag Kohle für mein Leben gern! Yeah. Oh, Eisen! Eisen, Eisen, Eisen! Oh Gott! So viel Eisen! Eisen macht mich stark und gesund und keine Ahnung, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber egal! Eisen ist auf jeden Fall immer gut. So, die Gänge mache ich 3 hoch. Dann wird das Ganze nicht so beengt. Kohle schneiden wir hier auch noch mal raus. Okay, sieht gut aus. Und am besten lassen wir die Gänge hier mal ein bisschen dunkler. Also jetzt nur die waagerechten Gänge. Dann können wir das nämlich gleichzeitig auch noch als Jagdrevier benutzen für, ja, meinem Nebenbei-Beruf als Monster Hunter. Ne? Kennt man ja, kennt man ja. Autsch, meine Jacke ist schon wieder kaputt, Alter. Ja, das ist halt schön, dass jetzt an meinen Test nur einfach nur raufklicken und sie kann sich hier direkt wieder eine neue nehmen. Das ist halt so ein kleiner, schöner Vorteil davon. Eisen! Schade. Dachte, da kommt doch ein bisschen was. So, okay. Dann buddeln wir sie einfach mal ein bisschen nach vorne. Und ich hoffe echt mal, dass wir irgendwie mal aus einer Höhle kommen. Das wäre mal ganz nice. Weil das Beste, finde ich zumindest, sind immer noch die ganzen Erkundungstouren immer in Höhlen. Das ist immer das, was mir persönlich immer am meisten Spaß macht. Mann, sie ist gerade dunkel. Ich sollte mal eine Fackel aufhängen. Oh, Eisen. Siehst du? Wird die Fackel gleich belohnt. Oder vielmehr nicht die Fackel als solches. Oh, Kupfer. Das erste Kupfer oder was auch immer das hier ist. Das sieht mir aus wie Kupfer. Ja, Kupferklumpen. Daraus können wir dann, soweit ich weiß, Bronze machen und daraus dann wiederum, oh, Alter, 4-mal Eisen. 5-mal Eisen. Geil, ach du Scheiße. Oh oh.
Und daraus dann halt Rüstung und sowas machen. Oder halt Werkzeuge, ganz normal. Ach du Scheiße. Oh my goodness, das wird heftig. Ach du Scheiße. Wir haben keine Schaufel dabei. Ave Maria Josef. Da da da. Bam. Was? Meine Fackel ist kaputt. Aber die hier eiskalt gerade mit abgebaut. Wo kommt denn noch so ein Schatz? Oha, da oben ist aber auch ganz schön dunkel. Halleluja. Oh, ich habe schon wieder die Fackel abgebaut. Ich glaube das nicht. So. So, kann ich das hier umschiffen, damit ich da vielleicht noch ein bisschen an Eisen rankomme? Jawohl, Eisen, da ist Eisen. Das ist gut, das gefällt mir. Oh Gott. Oh my goodness. Oh Gott. Dort ist ja heftig hier. Was ist denn hier los? Hab gerade schon wieder was gehört, was ich nicht hören möchte. Mehr Eisen oder was das jetzt hier eisentechnisch auch oh, scheiß gewesen zu sein. Schade eigentlich. Bugge ich mich erstmal natürlich super. Weiter geradeaus vor. Oder ich. Oh, schade. Dachte schon richtiger Tunnel. Wobei. Oh, mal gucken. Erstmal mache ich hier doch den ganzen Sand weg. Oh Gott, so noch Kies. Ach so, ja. Ist ja. Ah! Oh. Ein Eisenmonster. Da komm jetzt hier. Oh. Da hält sie am Kopf nicht aus. Ja, ist ja hier. Wie auf dem Bazar. Klappe. Wow, ich bin ja mit der Hand echt genauso schnell wie mit der komischen Steinschippe. Die bringt doch echt voll viel. Klappe. Was mach ich denn hier? Ich will sterben. Ich pack das nicht. So. Oh Gott, das dauert ja ewig, ey. Gut, wisst ihr was? Du kommst erstmal her. Erstmal hier runter. Bam. Wow! Alter, der ist ja radioaktiv und total gefährlich und so. Oh, Kohle. Wow. Oha. Oha, fuck. I'm out. Gut, das lassen wir doch erstmal. Apfel. Wir brauchen Apfel, damit wir mal wieder unsere Gesundheit ein bisschen stärken können. Ansonsten, was gibt es jetzt als nächstes? Wir haben erstmal ein bisschen Eisen, haben wir. Wir haben oben auch noch Eisen. Wir hatten ja welches gesammelt schon. Und wir haben einmal Kupfer mittlerweile.
könnten wirklich direkt in die Höhle reingehen. Ist das sinnvoll? Ich würde mir erst mal ein bisschen Eisen backen. Ja komm, wir machen uns erstmal ein bisschen Eisen, damit ich mit vielleicht eine Eisenschaufel backen. Alter, ich darf nicht mehr. Also damit ich mir Eisen schmelzen kann und daraus mir eine Eisenschaufel denn zu bauen. So wird ein Schuh draus. Ja, doch, Alter. Ruf da mit dir, du Analphabetus Analikus. Ach ja, unser schönes Haus. Also ich kann mal gucken, was hier aus dem Feld geworden ist. Es braucht noch ein bisschen. Eigentlich können wir hier das hier, komm, das nehme ich mal ganz kurz und dann können wir nämlich hier gleich mal richtige Stufen bauen. Das sieht mir zu scheiße aus. Du kommst weg. Dankeschön. Jawohl, das sieht doch schon mal viel besser aus. Und ich muss nicht immer springen. Was auch geil ist. So. Ja genau. Metall wollte ich schmelzen. Dann nehmen wir dich erstmal raus und dann alles in die Ofen. Ja komm, erstmal wenn hier komplett. Dann können wir nämlich gleichzeitig noch mal ein bisschen Fleisch backen. Das hier ist bereits geröstet. Das hier ist auch schon geröstet und ja. Dann machen wir jetzt einfach mal keine Melting-Tour. Und backen uns einen Kakao. Oh Mann, ey. Übrigens, ja, könnte ich euch dann mal dann gleich mal zeigen. Wie gesagt, der Laptop hier steht ja direkt neben mir, wo das Server drauf läuft. Von daher sehe ich hier auch gerade direkt am Server, was ich hier gerade mache. Und auf meinem Webcam-Server ist gerade jemand unten. Amma66. Am Meer. Er ist am Meer. Oh mein Gott. Ist das gesund? So, wir haben Eisen. Damit können wir erstmal alles raus hier. Oder? Ah, doch. Damit können wir uns jetzt endlich mal eine Eisenschippe bauen. Dankeschön. Und dann als nächstes auch das hier. Craften. Soweit die hier aufgebraucht ist. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Gerade bei Höhlenerkundung. Gut, da müssen wir jetzt nicht so viel Stein schlagen, weil ist ja bereits eine Höhle. Aber gerade wenn wir jetzt auf solche Sachen treffen, ich weiß nicht, was man alles mit der Steinhacke abbauen kann. Soweit ich weiß, kann man bei meinem Test tatsächlich alles mit allem abholzen. Also abbauen. Nur halt, manche Sachen dauern halt einfach ewig und das muss ja nicht sein. So, noch mehr gebackenes Fleisch. Gekochtes, Alter, ist das echt. Wer kocht denn schon Fleisch? Gekochtes Servizia. Gut, hier können wir ein bisschen outsourcen, beziehungsweise schmeiße ich alles wieder nach draußen. So, das kommt auch nach draußen. Ansonsten, ja, sieht eigentlich relativ gut aus. Oh, Alter. Tür zu. So, raus. Du kommst rein, raus. Ne, ein bisschen können wir immer dabei haben, falls wir irgendwelche Wege bauen müssen, weil da Löcher sind, wo wir drüber wollen, kann man immer dabei haben. Das schadet nicht. So, das Gravel packe ich nochmal hier rein. Gravel kann man immer schön benutzen, um Wege zu bauen. Ich finde es auch schade, eigentlich könnte man, liebes MyTest-Entwicklerteam, falls ihr mich hören tun könnt,
sowohl bei dem Sand hier als auch bei dem Gravel könnte man nochmal diese Stufen hier bauen. Könnte man nochmal die Stufen bauen. Und dann bei diesem Map Generator. Bei dem Map Generator das immer so einbauen. If Sand platziert und if Sand hier nicht da. Dann dieser Sand ist Stufe. Damit könnte man so ein bisschen so diese Kanten glätten und dann müsste man hier auch nicht immer springen, um darauf zu kommen. Oder man macht so wie bei dem originalen Mindclone, glaube ich, da muss man glaube ich auch nicht springen. Nee, aber vor allem, wo es mir aufgefallen ist, ist bei dem Mindtest für mobile Geräte, also für Android. Da ist es heute so gelöst, wenn man da eine Stufe nur vor sich hat, dann springt man in dem Sinne automatisch. Dann muss man nicht immer manuell springen. Das finde ich schon nice. Und irgendwie bei diesen Stufen, man muss halt immer springen und dabei vergewaltige ich halt immer meine Umschalttaste oder halt die Leertaste, je nachdem, ob ich Startbelegung oder meine Belegung benutze. Ja, das muss ja nicht sein, ne? Muss ja nicht sein. So. You, I hate you so much. I will eat your babies. So, klauen wir mal das ganze Zeug noch. Danke. Hab ich jetzt? Ja, hab ich. Alter, das ist ja so ein scheiß Ding da drin. Willst du mich ficken? Danke. Ist doch nicht mehr normal hier. So. Er ist ein bisschen zurecht finden. Oh ja, ist eine richtige. Stattliche Höhle. Eisen. Nice, gefällt mir. Oh, fucking Dungeon! Wow, das gefällt mir. Okay. Erstmal schön ausleuchten, ne? So können wir mal hier ein bisschen runterbauen. Also runter beleuchten, meinte ich jetzt natürlich. Runterbauen müssen wir noch nicht ganz so. Aber zumindest damit wir sehen, wenn da von unten irgendwelche Viecher hochgekrabbelt kommen. Ja, würde ich mal sagen, als allererstes erstmal hier erstmal schön ganze Eisen abbauen. Ne? Dass wenn uns hier jemand hin folgt, dass er dann hier nicht erstmal uns hier unsere schöne Höhle plündern kann. Ne? Muss ja nicht sein. Ich hoffe, die Spitzhacke ist gleich kaputt, damit ich mir dann mal Metall craften kann. Ach Gott, ist das ja langwierig. Oh, der da oben kann er bleiben. Oh, Eisen. Ich erlebe meine Eisen. Eisen so gut. Oh, Eisen. Ah, komm. Danke. Kohle kann ich haben. Ich meine, Kohle ist unter MyTest wesentlich effizienter, also langlebiger als das unter MyClone bzw. MyTest, Minecraft. Aber trotzdem, ja, wir können jetzt endlich eine. Also hätten wir schon davor gekonnt, aber davor wäre es halt. Ja, muss ja nicht sein, ne? Geil! Jetzt geht's hier ab mit Fullspeed. Digga, für 56k. Machen wir mal ein bisschen heller hier. Ne? Oh, hier ist schon Ende. Okay, hier geht's rum. Oh, und da geht's runter. Wow, da geht's ja weit runter. Respekt. Und da ist. Komm jetzt. Das. Oha, hier geht's wieder rauf. Kupfer! So, jetzt kommt das, was ich meinte. Siehst du, ich kann es berühren und tschupp, habe ich abgebaut. Was unter meinem Klon und auch mein Test
so nicht möglich gewesen wäre, weil er hätte ich auch noch hingemusst, um es dann abzuholen, quasi. Ja, kommst du mal her, ja? Perfekt. Ich weiß zwar nicht, werden wir es wahrscheinlich erstmal nicht gebrauchen, dieses Kupfergedöns, aber da kommen wir nicht ran. Schade eigentlich. Ich muss auch überall mal gucken, ob es dann immer noch ein bisschen weiter geht, weil meistens ist ja, so wie hier zum Beispiel, Eisen immer breitflächig vorhanden und nicht immer nur an einer einzigen Stelle. Von daher wäre es Verschwendung, die Stellen dann immer unbeobachtet oder also unausgeweitet zu lassen, sondern man sollte immer ein bisschen weiter buddeln und gucken, ob da noch mehr Eisen dahinter ist. Sonst verspielt man sich unter anderem oder womöglich eine Ader aus Eisenerz. Und das ist ja nur wirklich Verschwendung. Also, wenn irgendwas eine Verschwendung vom Lande ist, dann Eisen, wenn man es nicht abbaut. Ah, siehst du da zum Beispiel? Direkt. Wow. Das war doch Absicht hier. Okay. Eigentlich gerade was Grünes? Ich krieg schon Halos. Ist ja schlimm, ist das ja. So. Na, kommst gleich dran, mein lieber Dungeon. Da heißt es hier Dungeon Master. In der Extreme Edition. So, aber ich glaube mal, den Dungeon knüpfen wir uns mal in der nächsten Folge vor. Schau mit vorne.